Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 7 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir haben noch eine Meisterschaft zu absolvieren, nämlich die Vintage GT Racing Meisterschaft. Und da schaut es hier aktuell, wenn wir mal auf die Tabelle schauen, ganz gut für uns aus, denn wir führen das Ganze an, allerdings gerade mal nur mit 10 Punkten. Und das ist tatsächlich nicht viel, denn ja, zwei Rennen sind noch zu fahren. Wenn ich da jetzt das ein oder andere Rennen von den beiden verkacken sollte, dann könnte es das schon gewesen sein mit der Meisterschaft. Das heißt, im Idealfall sollte ich beide Rennen gewinnen. Und ja, dazu muss das Fahrzeug heute auf jeden Fall rocken. Und da habe ich die AC Shelby Cobra ausgewählt. Ein Fahrzeug, was ja, Carroll Shelby mitentwickelt hat. Der wurde nämlich damals, so Anfang der 60er Jahre, bei AC mit ins Boot geholt und ja, der hat einfach gleich mal gesagt, ja, die AC ist ja eigentlich ein ganz nettes Fahrzeug, aber da fehlt es an Leistung, also bauen wir mal so ein richtiger Heavy V8 Big Block von Ford da rein. Da müsste, glaube ich, sogar an der Seite sogar noch Ford stehen, oder? Ah ja, tatsächlich, guck mal, 427 Ford. Genau, und der 427er oder die 427er Shelby Cobra ist ganz besonders, denn der haust ein 7 Liter V8 Motor drin. Und das ist schon eine ordentliche Wumme, wenn man bedenkt, über 400 PS. Das Ganze auf gerade mal so eine Tonne Gewicht. Jetzt hier in dem Rennspec, wie wir es fahren, sogar gerade mal mit 900 Kilo. Also absolut genial. Und ja, ich freue mich drauf, das Monster zu bändigen. Und wir sind hier auf dem Autodromo Nationale Monza, also auf einer Strecke, wo Topspeed und Power definitiv nicht unwichtig sind. Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach das Rennen und hoffen mal das Beste. In der letzten Folge waren wir ja mit dem Ferrari 250 GTO unterwegs. Der hat richtig gerockt, muss man sagen. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie wir hier mit dem Fahrzeug so klarkommen. Man muss auch dazu sagen, dass wir tatsächlich mit der Serienleistung unterwegs sind. Ja, ich konnte nicht mehr Leistung der Cobra verpassen. Die Homologation hat nämlich genau die Leistung der Cobra als Maximum angegeben. Und ich glaube auch von den ganzen Fahrzeugen hier hat die Shelby Cobra hier, wow, alles klar, dankeschön, mit die, yo, 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 beruhig dich jetzt mal da hinten, mit wahrscheinlich sowieso die meiste Leistung. Ich meine, ein 7-Liter Motor kann man mal machen. So, jetzt schauen wir mal, wie wir uns hier anstellen. Der Start war ja ein bisschen holprig, dank der Konkurrenz. So, ich weiß leider nicht, wann diese Folge erscheint. Allerdings müsste jetzt, vielleicht gestern, vielleicht heute, ich weiß noch nicht, wann die Folge erscheint, müsste auf jeden Fall ein neues Forza-Update schon rausgekommen sein. De facto ist es auf jeden Fall so, wenn du die Folge siehst, ist das Forza-Update das neueste schon draußen. Die Folge hier ist aber noch vor dem Update aufgenommen worden. Ja, nur schon mal als Klarstellung, falls sich der ein oder andere wundert, warum das halt so ausschaut. Wobei ich glaube, ich jetzt hier während dem Rennen sich sowieso nicht so viel ändert. Sie haben nur das Schadensmodell nochmal überarbeitet, wobei das eher den Multiplayer betrifft. Sie haben die, ja, Preiskisten komplett rausgeschmissen. Es gibt jetzt einen eigenen Shop, den kann ich euch jetzt hier noch nicht zeigen. Den werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken, ganz bestimmt. Aber wie gesagt, das Rennen oder die Meisterschaft wollte ich jetzt auf jeden Fall noch vor dem Update abschließen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, die Shelby Cobra ist schon ein geiles Ding. Ich meine, guck das kleine, fetzige Ding mal an. Das ist ja wirklich ein kleines Teil. Und dann so ein fetter Motor da drin. Leider kann ich den noch nicht so richtig hier umsetzen. Aber jetzt vielleicht auf der Stazin geraten. Aber da scheint mir die Konkurrenz ein bisschen davon zu fahren. Finde ich nicht so cool. Aber jetzt egal. Das Rennen geht noch eine Weile. So rechtzeitig den Anker schmeißen. Ich weiß leider nicht, wo ich hier bremsen muss. Ich glaube, das war zu früh. Und so schwach gebremst. Yo, alles klar. Okay, der war noch in. Das ist mein Fehler. Dass aber auch die Kollisionen immer so brutal klingen müssen. Das ist so das Erste, was sie mal ändern könnten. Dass die Kollisionen einen anderen Klang bekommen. Da meint man immer, wow, jetzt hast du das Fahrzeug komplett zerstört. Dabei sind das so ganz leichte Berührungen nur. Ja, so eine AC Shelby Cobra, die ist ganz schön viel wert. Da wurde eine sogar schon für 5 Millionen Dollar versteigert. Also die sind unter Liebhaber schon gut was wert. Und so im Allgemeinen werden die so, ja, für so 1 Million Dollar gehandelt. Aber wie gesagt, einer hat sogar 5 Millionen mal gebracht. Also je nach Zustand. Das taugt dann schon.
Ich meine, ist ja auch besonders, ne? Ich meine, Carroll Shelby, das ist ja schon ein bekannter Name. Die sind eben in seinem Namen entstanden. Nach diesem Ausflug ja zu AC ist er ja dann später wieder zu Ford zurückgekehrt. War, glaube ich, ein bisschen zu spät, oder? Ja, oh, ich krieg's gerade noch rumgeschmissen. Ja, der Bremsweg ist ziemlich lang, muss ich sagen, bei dem Fahrzeug. Da hatten wir schon bessere, obwohl ich Rennbremsen verbaut habe, moderne. Und auch die maximale Gewichtsreduzierung verbaut wurde oder ausgebaut wurde. Kann man jetzt formulieren, wie man möchte. Ihr wisst schon Bescheid, was ich damit meine. Ist der Bremsweg doch, finde ich, sehr lange. So, ich muss halt gucken, dass ich in den Kurven nicht zu viel Zeit verliere. Das ist so die Aufgabe. Fünfter Platz aktuell. Und ja, ich muss eigentlich schon fast, also zweiter Platz, glaube ich, wäre noch okay. Dann muss ich aber das letzte Rennen gewinnen. Es wäre jetzt aber schon eigentlich echt Gold wert, wenn ich dieses Rennen gewinnen würde. Ich darf hier halt echt keinen Fehler machen. Das war zu früh, ne? Fuck. Aber ich bin mir halt so unsicher bei dem Bremspunkt hier in der ersten Kurve, in der ersten Schikane. So, vierter Platz aktuell, das Treppchen ist zumindest mal sichtbar. Aber die Konkurrenz macht von hinten auch schon wieder Druck. Hey, das war jetzt aber jetzt schon wieder auf letzter Rille gebremst. Also Bremse ist echt nicht so top, muss ich sagen. Und ganz schön viele Fliegen und ganz schön viel Dreck in Monza unterwegs. Die Scheibe ist ja schon richtig gut dreckig geworden, ey. So, wir holen aber auf unseren Shelby-Kumpel hier. Schauen wir mal, ob wir den vielleicht auf der Bremse attackieren können. Nee. Jetzt hier vielleicht ein bisschen besser raus. Er macht nämlich einen Fehler. Ich kann das aber jetzt leider nicht so richtig umsetzen, weil er mir den Weg zufährt. Ja, ein bisschen anlehnen. Das muss auch mal sein. Ich meine, das ist ja der Vintage GT-Sport. So, und dann haben wir nämlich den dritten Platz schon mal inne. Und läuft aktuell ganz gut. Aber man ist halt nie vor so einem Fehler gefeit. Und das war auch schon, ja, hart an der Grenze, sich zu ein bisschen zu verbremsen. Aber es geht. Ich glaube, ich hätte vom Bremsdruck ein bisschen den Bremsdruck erhöhen können beim Fahrzeug. Vielleicht machen wir das gleich mal noch nach dem Rennen. So, jetzt sind wir dran am 250 GTO. Wie gesagt, da sind wir in der letzten Folge schon mitgefahren. Uiuiuiui, nicht auf den Rasen. Ah, das ist gefährlich. Oh je, und der macht mir den Weg fast schon zu. So, jetzt muss ich hier nicht so reinquetschen. Kann nicht so viel Schwung jetzt hier rausnehmen, aber jetzt kommt wahrscheinlich der Konter. Fuck, so ist es. Weil er jetzt ein bisschen mehr Schwung mitnehmen konnte. Ja, allzu lange sollten wir uns natürlich nicht aufhalten. Weil das, ja, kostet natürlich Zeit. Und das ist die Zeit, die der Erstplatzierte natürlich gut macht. Allerdings muss man sagen, der Erstplatzierte, wenn ich das richtig sehe, ist nicht der Meisterschaftszweite. Also von dem her ist es sogar gar nicht mehr so schlimm. Aber andererseits könnten wir jetzt halt hier schon Big Points holen und dann vielleicht die Meisterschaft schon vorentscheiden. Und wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht wisst, ist es ja so in Forza Motorsport, es gibt ein eigenes Punktesystem. Das heißt, je später das Rennen ist, desto mehr Punkte gibt es. Das heißt, im letzten Rennen, im Finalrennen, gibt es am meisten Punkte abzugreifen. Deswegen bleibt so eine Meisterschaft natürlich auch bis zum Ende immer relativ spannend. Umso wichtiger wäre natürlich jetzt auch dieses zweitletzte Rennen zu gewinnen. Oder zumindest jetzt hier auf dem Treppchen abzuschließen. Aber aktuell sieht es ganz gut aus. Aber das war natürlich ein Fehler. Uiuiuiui. Sorry an den Kollegen hier. Ich muss mich aber irgendwo auch bei dem bedanken, weil wäre er nicht da gewesen, wäre ich sowas von ins Kiesbett gefahren. Schaden habe ich aber, glaube ich, keinen mitgekriegt. Nee, alles cool. Der Shelby, beziehungsweise die Shelby Cobra ist hart im Nehmen. Ja, wobei ich glaube, ob der Bremsdruck wirklich zu erhöhen sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Naja, ich glaube, ich lasse es doch lieber.
kann ein bisschen feinfühliger bremsen. So, jetzt aber hier raus. Ein bisschen mehr Schwung. Am 250er vorbei. Ja, selbes Spiel wie gerade eben. Jetzt hat er wieder die äußere Bahn. Naja, das bringt nichts. Nee, so funktioniert es nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Sind jetzt in der fünften Runde von sieben. Ja, ein bisschen aufpassen hier. Ja, kommen die Ferraris ein bisschen sportlicher durch. Was ich damit meine, natürlich schneller durch. Ja, und auf der Bremse sind die einfach stärker. Das war auch das, was ich in der letzten Ausgabe schon gesagt habe. Die Ferrari insgesamt sehr, sehr gutes Konzept gewesen. Aber jetzt hier für dieses Rennen ist natürlich unsere Power Shelby nicht so verkehrt. Merkt man ja auf der Startzielgerade jedes Mal. Nee, Kurven können wir eigentlich dranbleiben. Es sind nur diese ganz schnellen Kurven. Da hat das Fahrzeug ein bisschen Probleme. So, jetzt aber. Ja gut, nur auf der Bremse halt natürlich. Da ist es halt das Hauptproblem. Naja, das wird nix. Wobei jetzt hier in 3 ein bisschen über den Körper. Und dann übernehmen wir die Führung. 2 Runden vor Schluss. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir diese Führung halten können, am besten Falle ausbauen können, dass wir da so ein bisschen komfortabel rausfahren können. Aber das wäre natürlich jetzt schon mal absolut wichtige Big Points, um in dieser Vintage GT Meisterschaft zu punkten. Boah, das war an der Grenze. Optimal habe ich die Kurve auf jeden Fall nicht gefahren oder die Schikane, aber ein bisschen zu spät auf der Bremse gewesen. Ja, hier merkt man, da verliert er ein bisschen den die Haftung, da sind die alten Rennreifen halt einfach nicht so das Wahre. Und aerodynamischen Anpressdruck gibt's halt nicht. Nee, du bleibst jetzt schön hinten hier. Mein Monza ist natürlich sehr wichtig, dass man ein Fahrzeug hat, eigentlich was natürlich eine gute Topspeed hat, aber halt natürlich eben so eine krasse Beschleunigung und sehr, sehr gute Bremsen. Ja, wenn du die drei Sachen vereinigst, dann kannst du ein Monza richtig rocken. Kurvenspeed und so weiter ist alles gar nicht so wichtig, weil du holst hier einfach die meiste Zeit beim Beschleunigen, beim Bremsen und natürlich dann in der Topspeed raus. Und ich denke mal, Beschleunigung und Topspeed, da sind wir richtig stark unterwegs. Aber Bremse halt, yeah. Boah, da ist das Auto fast weggeschmissen. Da kam gerade so ein richtig ekliger Gegenpendler. So, aber dem Abschnitt hier, im letzten Sektor, da spielen wir unsere Vorteile aus. Hier müssen wir nicht ganz so hart anbremsen. Können relativ, also im Verhältnis gesehen, viel Speed mitnehmen. Und dann halt wirklich unsere Topspeed richtig schön ausbauen. Hier über Startziel. Und damit geht es hier mit knapp 200 Meter Vorsprung in die letzte Runde dieses zweitletzten Laufes dieser Meisterschaft. Ah, da habe ich das Umsetzen nicht richtig hinbekommen. Ich denke jetzt mal, hier wieder im ersten Sektor wird wieder die Konkurrenz ein bisschen aufholen, aber ich Schlagdistanz dürfte sie keinesfalls mehr kommen. Ich glaube, die Messe ist gelesen. Da muss ich jetzt schon einen gewaltigen Fahrfehler machen.
Ja, die ACE Shelby Cobra, muss man auch dazu sagen, hat natürlich nicht gleich diesen 7-Liter-Motor bekommen. Erst eben in dieser 427er-Ausführung. Die erste Version hatte einen 5,7 Liter V8, aber auch das ist natürlich schon ein heftiger Block gewesen für das kleine AC-Gestell. Und ja, weil das nicht genug war, gab es halt nochmal dann den 7-Liter-Block. Da bin ich ein bisschen zu früh ans Gas gegangen. Ja, rutsche ich hier zu weit raus, leider. Aber ja, das Ding ist durch. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt die letzte Kurve so dermaßen noch verkacke, als dass die Konkurrenz da nochmal rankommt. Jo, und da gewinnen wir das Ding. Sehr wichtige Punkte. 800 Punkte gibt es auf unser Konto obendrauf. Wenn man bedenkt, dass wir gerade mal so 2110 oder sowas hatten, ist es schon ordentlich, was wir jetzt in einem Rennen dazu bekommen haben. Und wie gesagt, der Noxios Striker dürfte nicht der Zweitplatzierte gewesen sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau, das war nämlich hier Leti Lu, zumindest mal sein Drivatar davon. Und dadurch haben wir jetzt natürlich einen komfortablen Vorsprung. Das muss man schon mal sagen, hier über 200 Punkte. Damit lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm erstmal das Finale bestreiten. Aber dennoch dürfen wir nicht vergessen, im letzten Lauf gibt es unglaublich viele Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt nur Fünfter oder Sechster werde, dann sind diese 300 Punkte natürlich nichts wert. Das muss man mal so sagen. So, wir kriegen ja eigentlich relativ gut Kohle für das Rennen. Das freut mich, dann nehmen wir das natürlich sehr gerne wieder mit. Ich glaube aber, eine Mod dürfte jetzt erledigt sein. Genau, da habe ich nämlich nur dieses mindestens Dritter werden. Ja, den Jaguar nehmen wir hier mit. Und, ach, sogar zwei Mods sind weg, weil der eine auch schon dreimal. Und es gibt zum Schluss die Nordschleife. Ja, Heidewitzka. Drei Runden. Hui. Das ist eine Ansage. Das ist ein Finale auf jeden Fall. Drei Runden Nordschleife. Puh. In der Shelby. Gut, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da wäre ich, glaube ich, mit dem Mercedes wahrscheinlich besser dran. Und selbst mit dem Ferrari, aber mit dem Shelby, uiuiui. Das wird eine Nummer, glaube ich. Das wird eine Nummer. Aber, ja. Es ist meine absolute Favorite-Strecke. Das wird schon passen. Wir machen... Lass mich mal überlegen... Wir machen voller simulierter Schaden, zurückspulen deaktiviert. Will ich das riskieren? Ich glaube mal nicht. Bleiben Sie eine Runde auf der Strecke. Eine Runde? Komm, das kriegen wir hin. Eine Runde auf der Strecke bleiben. Ist ja eine kurze Runde, die Nordschleife. werden Sie mindestens Dritter. Ja, komm, das nehmen wir nochmal mit. Und ja, Rennen starten. Drei Runden, das ist nochmal ein krasses Finale auf jeden Fall. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir... Wenn wir Nordschleife kriegen, dass wir die da gleich auch noch so lange fahren müssen. Aber jetzt gucken wir mal, wie ich mich anstelle. Oberste Devise wird jetzt erstmal sein Geduld bewahren bei dem Rennen. Ich glaube, unsere Chance wird schon kommen, hier an der Konkurrenz vorbeizugehen. Wie gesagt, großer Nachteil bei dem Fahrzeug sind die Bremsen. Die sind allerdings hier nicht so sehr gefordert, finde ich. Also klar sind sie auch gefordert, aber... Es gibt keine so mega harten Bremsungen, also nicht so viele wie bei Monza. Aber weiterer Nachteil waren ja die schnellen Kurven, wie ich ja gesagt habe. Und davon gibt es natürlich auf der Nordschleife schon einige. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie wir uns hier anstellen können. Aber eigentlich gut, dass die Nordschleife hier dabei ist, denn gerade diese Vintage-GT-Geschichte, da sind natürlich oder wurde natürlich auf der Nordschleife auch gefahren. Das passt auf jeden Fall. Also gucken wir mal, ob der Ami hier in der grünen Hölle bestehen kann. Das Problem ist, vorbeikommen ist trotzdem nicht so einfach. Hier jetzt aber. So, Richtung Schwedenkreuz. Go, go, go. Bremst mal ein bisschen an.
Oh, da hätten wir sogar später bremsen können, okay. Na gut, ich bin nicht so ganz so schnell hier durch. Uiui. Ja, achter Platz schon mal. Und wie gesagt, drei Runden, das ist natürlich eine schöne Distanz. Wie gesagt, da gehen wir es auf jeden Fall jetzt nicht zu riskant an. Wenn zu locker ist, sollte ich es auch nicht angehen. Weil sonst fährt mir die Konkurrenz davon, dann hole ich es auch nicht mehr ein, aber ich werde Scheiße, werde ich jetzt hier volle Attacke fahren. Mir das Auto kaputt fahren. Fahrzeug fühlt sich eigentlich sogar ganz gut hier an. Da ich das Fahrzeug relativ weich gefedert habe, auch die Stabis habe ich ein bisschen weicher gemacht, die fand ich ein bisschen zu hart eingestellt. Gerade weil wir ja moderne Rennstabis, oder da ich moderne Rennstabis verbaut habe. Und das tut gerade hier auf der doch sehr unebenen Nordschleife ganz gut. Jetzt werden wir hier von hinten fast schon rausgeschoben. Ja, und da haben wir jetzt den siebten Platz schon mal. Und die Konkurrenz fährt jetzt erstmal noch nicht davon da vorne. Das ist alles noch schön auf dem Krüppchen. Ist alles cool. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn es nicht allzu Dramatisches passiert, dann werden wir die letzte Runde vielleicht sogar alleine fahren können. Boah, was macht denn der in seinem Testarossa? Ja, es wurde auch schon angekündigt, dass für 2019 natürlich diese Update-Welle, diese monatliche Update-Welle weitergeht. Natürlich wird halt mal einen Monat kleinere Updates kommen, im anderen Monat wieder größere Updates. Denn es sind echt ein paar Sachen angekündigt, die natürlich sehr schmackhaft klingen. Die drei Vatare sollen komplett überarbeitet werden, zum Beispiel. Dann eben das Strafensystem soll kommen. Dem man ja schon eben die Track Limits per Update nachgereicht bekommen hat, beziehungsweise die verbesserten Track Limits. Und da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Also sie haben ja, wie gesagt, schon mehr oder weniger durch die Blume angekündigt, dass Forza Motorsport 7 noch eine ganze Weile supported werden wird und ja, auch die Physik und so weiter soll nochmal ein großes Update bekommen. Also da, also man kann glaube ich sagen, dass mal Forza Motorsport 7 am Ende seines Daseins ein ganz, ganz anderes Spiel sein wird wie am, zu Beginn. Und gerade auch zwecks Multiplayer wird ja einiges getan. Und ich hoffe auch mal, dass sie vielleicht irgendwann, wenn wir Glück haben, mal so ein richtiges Qualifying-System reinbringen und so ein richtiges Boxenstopp-Strategiesystem und so. Wobei, ich glaube, davon wurde noch nie was erwähnt. Also wenn das kommt, dann wohl wirklich erst Ende nächsten Jahres. Aber ja, warten wir es mal ab, was sie denn so machen. Sie gehen auf jeden Fall mehr auf die Community ein als jemals zuvor. Und das ist auch schon mal eine coole Sache. So. Und ihr merkt schon, ich fahre hier sehr, sehr, sehr gediegen über die Schleife. Ich bremse hier mehr ab, als ich müsste. Könnte an vielen Stellen einfach mehr rollen lassen, aber ja, aktuell scheint die Konkurrenz nicht schneller zu sein. Deswegen bockt es mich auch irgendwie gerade nicht so richtig, da irgendwie unnötig zu pushen. Zumal man ja eh nie weiß, was die da vor einem machen. Mal gerne im Ausgang einer Kurve bremsen oder sowas. Boah, wir haben Bell of S jetzt parallel durch. Vielleicht nicht die geilste Idee. Glück, dass
die Cobra nicht so fett ist. So. Auf der Döttinger Höhe dürften wir ja gleich dann unsere Power ausspielen können. So, aber wenn man bedenkt, ganz gediegen bin ich jetzt hier gefahren. Und trotzdem schon auf Platz 4 vor. Also ich glaube, hätte ich jetzt richtig Kasala gemacht und hätte keinen allzu schwerwiegenden Fehler betrieben, hätte ich wahrscheinlich sogar vielleicht auf Platz 1 fahren können. Aber sei es drum. Jetzt erstmal Dürtinger Höhe feuerfrei. Ich glaube, da reicht das Getriebe nicht, weil wir haben nur diese 5 Gänge. Und hochgerechnet sind es, glaube ich, 280 Sachen oder so, was der schafft. Ich dachte, das fahren wir sowieso nicht, weil der Moor ist ja schon vorbei. Aber ich habe ganz vergessen, dass die Nordschleife natürlich mit der Dürtinger Höhe auch noch nicht gerade langsam ist. Und das ist mir zu riskant, mich jetzt hier dann vorbeizusetzen. Wir haben noch 2 lange Runden. Ganz ehrlich. Nee. Und guck mal den da vorne an. Wenn der. Guck mal, der fliegt echt nicht ab. Oh! Von hinten! Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Oh! Ja, da bin ich jetzt zu Piano an die Sache rangegangen und die Konkurrenz von hinten vergessen. Ich wollte mal so ein bisschen abwarten, was der vor mir macht. Weil der hat das Auto fast schon weggeschmissen. So, Hatzenbach. So, Runde auf der Strecke haben wir sogar schon absolviert. Das heißt, wir können ja jetzt die Off-Track-Variante fahren. Nein, natürlich nicht. So, ja, das Nordschleife überholen ist nicht immer so einfach. Aber gut, wir haben es jetzt durchs halbe Fahrerfeld geschafft. Also werden wir jetzt doch die Top 3 auch noch irgendwo knacken können. Lieber mache ich es an der Safe-Stelle, verliere jetzt ein bisschen Zeit, anstatt jetzt irgendwie auf Teufel komm raus irgendwo vorbeizugehen und im schlimmsten Fall einen Unfall zu bauen und dann noch viel, viel mehr Zeit zu verlieren. So, hier raus, da sind wir besser rausgekommen. Jetzt hier muss ich irgendwo eine Lücke auftun, das tut sie, hoffe ich. Komm, 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 zieh. Jawohl, leicht anlehnen. Jetzt auf Schwedenkreuz, das wird natürlich gefährlich hier. Er zieht zurück, ich bremse leicht an. Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, ich fliege ab. Aber da hat das Fahrzeug auf einmal doch irgendwo nochmal Grip herbekommen. Zum Glück. Ich habe mich schon tatsächlich rechts in der Leitplanke gesehen. Also das war auf Messerschneide, wie man so schön sagt. So, jetzt Fuchsröhre runter. 250 Sachen in so einem alten Geschoss, ey. Das wird... Muss man auch mal machen. Da muss man auch Coronas haben. Das Problem ist halt, dadurch, dass ich mich hier dafür entschieden habe, das Fahrzeug ein bisschen weicher zu machen, hat es stellenweise ein sehr, sehr schwammiges Fahrgefühl. Andererseits aber bringen wir dadurch die Leistung halt auch eigentlich regelrecht und jederzeit auf die Straße. Das ist halt jetzt ein Kompromiss, den ich halt eingegangen bin. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich hier und da manche Kurven nicht ganz so präzise und so perfekt anfahre. Aber ich denke, für die Konkurrenz reicht es hier allemal. So, dran an Platz 2. Jetzt durch die dreifach rechts. Nee, das wird nix. Körper hätte ich eher vermeiden sollen. Macht aber Spaß zu fahren. Am Anfang hätte ich jetzt echt erst gedacht, okay, das wird echt hardcore mit dem Fahrzeug hier rüber, aber das macht echt Laune. Jetzt bin ich hier an Drehzahlbegrenzer gekommen. Ganze Schwung weg. Jetzt hier vor der Kurve. Ja, ich riskiere es mal. So, Bergwerk.
jetzt die Jagd nach vorne. Ja, und ich glaube, ich liege da nicht so ganz falsch, dass wir die letzte Runde wahrscheinlich alleine verbringen werden. Boah, guck mal, da merkt man halt, dass wir Power haben. Der fette Hubraum zahlt sich aus. Das war ein bisschen zu schnell jetzt. Ah, mal komm. Jawohl. Auf geht's. Mit Mut, die Mutkurve bestanden. Zwar nicht so schnell, wie man könnte, aber überhaupt doch überstanden. So, und jetzt könnte es ein langweiliges Rennen werden, weil ich glaube, jetzt mit freier Fahrt. Muss ich ja auch nicht mehr zurückstecken und nicht mehr so ganz auf die Konkurrenz aufpassen. Ja, ich glaube, zwei Runden hätten locker gereicht, aber ja, das kann man halt so präzise nicht einstellen. Das wäre auch mal ein cooles Update, wenn sie halt nicht dieses normal lang, extra lang machen, sondern dass man einfach selber die Runden wählen kann. Und je nach Renndistanz halt die Belohnung anders ausfällt. Dass man halt wirklich selber entscheiden kann. Okay, sie können ja gern so einen Standardwert machen. Sie sagen, okay, wenn du es jetzt normal fährst, dann hast du halt eine Runde. Dann kannst du selber sagen, ja, okay, ich will aber doppelt so lang fahren. Ich will zwei fahren. Oder drei oder vier. Das fände ich ganz geil, die Option. Und ich glaube, das wäre für die auch kein Hexenwerk. Vielleicht kommt es ja auch mal noch. Upsala. Den inneren Curb sollte man eher meiden. Boah, das ist gefährlich. Uiuiui. Nicht so geil reingefahren ins Stefan Bellof S. Ja, aber wir haben schon einen mega Vorsprung jetzt. Also, ich glaube, die Meisterschaft ist im Sack. Sagte er und macht fast schon den Abflug hier. So, nochmal Dödinger Höhe. Und dann gibt es nochmal eine Runde. Als kleinen Bonus obendrauf. Alter, die Endrohre. Die fliegen fast ab, ey. So werden die durchgeschüttelt. Ja, leider letzter Gang. Ist hier zu kurz. Ups. Ah, ist ein bisschen zu früh eingelenkt. Okay, egal. So. Dann lassen wir doch nochmal eine Runde krachen hier. Jetzt ohne Verkehr.
Ey, wenn man sich da echt ein bisschen drauf einlässt, auf das Fahrzeug und die Strecke und so, ey, das macht richtig Bock, ey. Klar, es ist jederzeit gefährlich, hier irgendwie abzufliegen, aber das macht schon echt Laune. Vor allem, weil man einfach diesen aerodynamischen Anpress überhaupt nicht hat bei dem Ding. Und dann hat man noch diese alten Rennreifen, die jetzt zugegebenermaßen nicht die geilsten Gripverhältnisse bieten. Aber dann hat man halt einfach dieses kleine Fahrzeug, was einen extrem niedrigen Schwerpunkt hat, was 900 Kilo wiegt und trotzdem diesen fetten Motor einfach. Und das ist schon eine sehr interessante Kombination einfach. Das war ein bisschen jetzt falsch von mir. Boah, das hat Zeit gekostet. Ja, Ende Metzgesfeld, ein bisschen verkackt. Zu früh ans Gas. Das ist jetzt natürlich der ganze Schwung, der nach oben raus fehlt. Aber was erzähle ich euch denn? Die Konkurrenz wird sowieso nicht mehr aufholen. Da müsste ich das Fahrzeug jetzt echt schon komplett wegschmeißen. Und das habe ich eigentlich nicht vor. Aber gefährlich. Uiuiuiui, ja, das habe ich nicht vor. Und was mache ich hier gerade? Ja. Ruhig Blut. Das hätte jetzt auch anders ausgehen können. So wie das hier. Ach Gott. Jetzt will ich gerade ein bisschen zu viel. Es geht jetzt nicht mehr lang, dann macht das Fahrzeug... nee, kein Bock mehr. Tada. Eine ganz neue Art, das Karussell zu fahren, aber irgendwie hat es funktioniert. Zur hohen 8. Und da geht es dann wieder nur noch bergab. Lang genug bergauf gefahren. Aber das war so der, tatsächlich der große Pluspunkt im Vergleich zur Konkurrenz einfach, dass wir mit wenig Gewicht und viel, viel Power halt natürlich sehr, sehr gut diese Bergauf-Passagen gemeistert haben. Weil ich denke, das kann jeder bezeugen, der selber Auto fährt. Wenn man irgendwo mal eine steilere Strecke nach oben fahren muss, dann merkst du jedes PS, jedes Drehmoment natürlich auch und vor allem auch das Gewicht. Ja, das spielt so eine unglaubliche Rolle. Wie oft hatte ich schon im echten Straßenverkehr so dicken, fetten SUV hinter mir oder vor mir, die zum Teil ja je nach Modell auch ordentlich Bums haben, aber die sind einfach zu schwer. Die kriegen das einfach, das Fahrzeug überhaupt nicht da irgendwie drüber. Über so einen Berg, nenne ich es jetzt mal. Und deswegen, Gewicht ist ganz, ganz mitentscheidend. Ich meine, könnt ihr ja einfach selber mal testen, ne? Nehmt mal ein Fahrrad und fahrt mit dem Fahrrad da einen Berg hoch. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr als antreibende Kraft müsst jetzt noch eine zweite Person irgendwie mit dazu nehmen. Oder, keine Ahnung, habt einen Rucksack an, der halt, keine Ahnung, 5 Liter Wasser oder sowas mit dabei hat, dann merkt ihr das auch. Man merkt, macht sich jedes Kilo bemerkbar. Auch am eigenen Körper wohl bemerkt. Deswegen sind die meisten
Bergradfahrer, sehr, sehr kleine, schmale, durchtrainierte Menschen. Und Radsprinter, die halt auf der Ebene sprinten, die sind meistens ein bisschen, ja, muskulöser. Da kommt es dann auf Schnellkraft an, aber über den Berg schaffen die das nur mit Mühe und Not. Weil diese Schnellkraft, die ist halt natürlich auf Dauer dann irgendwann auch verbraucht. So, genug aber über den Radsport. Wir wollen natürlich das Rennen jetzt abschließend gewinnen. Und ja, da habe ich jetzt die Runde, die habe ich gut angefangen und dann habe ich ziemlich viel verkackt, leider. Nichtsdestotrotz könnte es jetzt trotzdem eine neue, beste Runde werden. Liegt aber daran, dass wir einfach freie Fahrt hatten. Nicht daran, dass ich sie jetzt gut gefahren wäre. Und damit gewinnen wir auch dieses Rennen und gewinnen natürlich die Meisterschaft. Sehr schön. 1000 Punkte gibt es nochmal obendrauf. Und damit ist die Sache klar. Da kann der Driver Tar am Ende auch schön nochmal die Leitplanke testen. Ja, sehr gut. Dann gucken wir doch mal auf den Punktestand. Ja, und da haben wir uns natürlich nochmal sehr schön abgesetzt. Sehr, sehr gut. Ich speichere hier mal kurz das ab, zwecks Thumbnail und so. Und ansonsten, ja, beenden wir das Ganze. Holen nochmal, glaube ich, 200% Credit-Bonus ab, dank den Modifikationen. Ja, das gab jetzt, das gab nochmal gut Geld. Sehr schön. Nehme ich gerne mit, 260.000. Das ist ein gutes Preisgeld. So, was kriegen wir denn hier? Den BMW 850 CSI in der Forza Edition. Oha. Jo, nehmen wir mal mit. Sehr cool. Na dann. Ja, sehr, sehr cool. Dann sind wir aber am Ende angekommen dieser Folge, dieser Finalfolge dieser Meisterschaft. Und dann schauen wir einfach mal, was wir in der nächsten Ausgabe so fahren werden. Lasst euch einfach überraschen. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Däumchen nach oben. Wäre nice, wenn es dir denn gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.